Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, es wurde etwas länger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine Sonderfolge draus mache oder ob ich es jetzt davor geschnitten habe mit dem Speed-Update. Habt ihr jetzt bestimmt schon gesehen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nämlich mal sozusagen 1,5 Stunden lang meinen. Wenn man sich das anschaut, ich habe hier auch mal kurz umgebaut. Hopper drunter gesetzt, Kiste drunter gepflanzt, dann den Kompressor da weggeschmissen, dass ich seitlich hinkomme. Braucht man beim Alloys-Melder nicht, weil der fristet zu viel Dampf. Und dann kann der jetzt nämlich schön brav arbeiten. Gerade läuft auch Kupfer durch, dass wir noch Zinn kriegen sollten. Und wir wollen ja jetzt definitiv Schmelze arbeiten und an dem Make that two, also die Ambosse. So, das heißt jetzt Ground Basaltic. Das ist, glaube ich, den, wo ich komplett reinhauen kann. Jawohl. Jetzt hoffe ich mal, dass meine Öfen durch sind. Jawohl. Einen Vorteil bzw. Nachteil hat man. Mein Kabel, mein Ding ist fast voll. Und mein Creosote Oil wird jetzt auch weniger. Das heißt, ich muss jetzt dann da auch mal demnächst anfangen, mir schon mal zu überlegen, wo ich das überhaupt hinbauen will, außer dass ich es tausendmal provisorisch umbaue. So, dann tun wir dich auch gleich wieder raus. Mit 5 Eimern ist es doch viel angenehmer. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen Luft da draußen oder Dampf. Das heißt, wir schmeißen mal in den Kompressor. Mir fällt gerade so auf, das wird nicht reichen. So, 36. Und die Schrauben kommen auch raus. Die kommen auch erstmal hier in die kleine Kiste rein. Alles fein säuberlich aufräumen. So, wir haben schon mal 2. Ach, was mache ich denn? Ich brauche doch 6. Mache ich. Passt. Bin mal gespannt, wann mir Holz dann ausgeht. Ja, wobei ich habe ja jetzt das kleine Feld da unten schon am Laufen. So, wie schaut's da aus? Du kannst einfach arbeiten, das ist sehr schön. Du bist bei 63%. Wie gesagt, wenn ich jetzt dann die Schmelze haben sollte und ich dann meinen neuen Kopf dann drauf habe, dann sind wir schon mal glücklich. So, 42 Eisen. Das erste Eisen, was jetzt auf jeden Fall erstmal drauf gehen muss, ist, dass ich meine Picke repariere. Ich habe nämlich das komplette Eisen, was ich hatte, mal komplett durchgebraten. So, wir brauchen ja für den Amboss, ich brauche 10 Blöcke. 10 Blöcke sind 90? 90 Ingots, darum auch fleißig beim Eisenschmelzen. Aber den kann ich die ganze Zeit immer nebenbei ein wenig laufen lassen. Dann habe ich mich doch ein wenig verzählt. Huh?
So, der letzte Kupfer läuft durch. Ich glaube, das Kupfer ist das, was ich ganz normal durch... Nein, falsch. Okay. War das Karl Copyright, was ich durch... da gucken. Da gucken, ja. Ja, das ist momentan ist beides wichtig. Nee. Ich hätte jetzt gesagt. Kommst dahin. Brauchen Eisen, 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 Eisen. Und wenn es sein muss, muss ich halt das nochmal hämmern. Mir egal. Aber wir haben ja da auch, glaube ich, noch ein bisschen Kupfer bekommen. Das heißt jetzt für mich, wir haben jetzt hier das fertig. Das sind schon mal die 6. Dann gib ihm. So, dann schmeißen wir uns mal wieder auf den Boden. Machen und wir schlafen. Okay, so. Was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist, genau, ich habe jetzt die Bücher müssten hier in der kleinen Kiste drin sein. Ich brauche jetzt mal 3 Stück, beziehungsweise wir holen uns erst jetzt mal das, da kriege ich ja alle. Ich habe jetzt noch mehr Eimer, das ist super. Das heißt, es wird jetzt gleich viel angenehmer mit der... mit dem Grout machen. So, dann kommst du jetzt dahin. Da habe ich jetzt einen Bookshelf. Dann claimen wir uns das auch. Können wir uns gleich mal dieses Brötchen im Brot reinpfeifen. Haben wir jetzt da auch mal wieder die Leiste gut aufgeholt. So, und jetzt brauchen wir den Working Table. Das heißt, ich brauche jetzt 4 Eisenschrauben, ich brauche eine Kiste, eine Crafting Table. Ich habe die 4 Eisenschrauben noch aufgehoben. Ich brauche einen Crafting Table. Auch kein Problem. Machen wir hier. Kiste. Ist noch ein kleines Problem. Hups. Danke. So, kommst du halt. Nein. Aber den, da muss ich mir auf jeden Fall speichern, weil den werde ich noch sehr oft brauchen. Das heißt, Säge? Ja. Okay. Die 4 Schrauben. Säge und Schraubendreher. Ich habe ein Worktable. Dieser Worktable ist jetzt wichtig. Deswegen baute Drake keine Schmelze. Weil er dieses Ding haben wollte. Mhm. Wichtiges Teil. So, wir haben unser erstes Rough Iron. Hervorragend. Aber das macht jetzt erst Sinn, wenn wir den Forge Hammer haben. So, und jetzt brauche ich davon 2 Stacks. Davon 2 Stacks. Ich räume mich weg und ich brauche noch den... In Clay Dust. So, dann gehen wir mal jetzt dahin, wo ich gesagt hätte, wo als erstes das Wasser weg muss. Ich bin hier. Ich habe hier noch einen kleinen Tümpel. Ich habe hier mein Wasser. Dann nehme ich das größere.
Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall genügend Groot machen. Oder Groot. Damit wir unsere Schmelze bauen können, weil wir brauchen auf jeden Fall jetzt halt dann Eis, also Picke. Schaufel lasse ich erstmal auf Eisen. So, Glut haben wir drin. Das heißt, ich kann jetzt schon mal hingehen. Gravel reinschmeißen, Sand reinschmeißen, Clay reinschmeißen. Und jetzt gehe ich hin, einmal rein und zack. Es ist, da klicke ich mich nicht tot. Finde ich viel angenehmer. Kommst du mal dahin? Wir haben jetzt schon mal 1,5 Stacks. Ganz ehrlich, ist mir egal, das Clay ist weg. So, wofür brauche ich überhaupt? Ach halt, da oben haben wir noch was. Das claimen wir uns mal. Aber wenn ich das nämlich vergesse zu claimen, ein Mortar aus Stahl. Kann ich nehmen Rolling Pin, da kann ich nämlich noch viel mehr herstellen. Und das Ding ist aus Alu? Jawohl. So, dann brauchen wir jetzt trotzdem Multiblock. 162. Bis jetzt habe ich 116. Okay. Habe ich jetzt noch irgendwo hier Wasser? Ja, in der Richtung. Hier oben. Erst alle kleinen Tümpel austrocknen, bevor ich mich an den nächsten größeren ran gehe. Besten ist es das blaue. Ja, ist es. Okay. Dann hätte ich gesagt, oh, ich sehe da. Ich sehe da gerade einen schönen Baum. Wieso habe ich den vorher nie hier gesehen? Habe ich zwei Saiblinge bekommen. Aus so einem kleinen Ding. Und ich habe welche, der ist dreimal so groß und ja, nee. Nicht. 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 Nur wundern. So, das heißt, da hinten haben wir jetzt noch. Das ist jetzt ein separater, jawohl. Und wenn ich mein nächstes richtig viel Eisen habe, dann geht es dann definitiv los. Weil dann wird nämlich der Regentank oder der Regentank, der Wassertank gebaut. So, und schauen wir mal. Und hat es gereicht? Jawohl. Perfekt. Ich habe Gott sei Dank schon, glaube ich, ein Glas. Ich hoffe, dass es reicht. Ich den eigentlich, also in die fertige Schmelze kommen dann drei Tanks rein.
designtechnisch. Ich weiß gar nicht, ob die miteinander funktionieren. Auf jeden Fall kommt da nochmal ein Eimer Wasser rein. So, und dann nehme ich da jetzt mal ein bisschen was mit. Und die nehme ich mit. Hoffe ich mal, dass mein Eisen durch ist. So, dann haben wir hier Schokokuchen. Hier habe ich mein Sticky Resin. Dann habe ich mein nächstes Werkzeug. Und das andere habe ich bestimmt draußen. So, schauen wir mal. Ich muss jetzt machen, was? Das ist halt alles optional, aber trotzdem. 162. Sehr gut. Und jetzt haben wir da auch 162. Habe ich zwar dann erstmal 124. Aber es läuft auf jeden Fall schon mal. Da ist der letzte Eimer. Also ich finde es halt viel einfacher mit dem Ding. Ist aber auch nicht auf meinen Mist gewachsen. Habe ich auch gesehen. So, es ist dunkel. Schlafen. Und wir gucken mal, wie es hier so ausschaut. Dampf ist eigentlich gut da. Wir haben schon 7 Stück. Mal 8 läuft, 9 und 10 ist drin. Perfekt. So. Dann brauche ich jetzt gleich. Ah, machen wir uns zuerst den Ofen. Und ich bin mal so frei, ne? Brauche hier momentan sowieso nicht. Erst wenn die ganzen Bricks durch sind. Das heißt, ich schmeiße hier mal Ofen Nummer 5 auch noch mit an. Und ich habe noch genügend Flint einstecken. Jawohl, habe ich. Und eine Kohle noch holen. Dann haben wir das auch noch am Laufen. So, für den. Ja, da brauche ich diesen Tree Tap. Der, wo mich total nervt. Optional wäre eine Lösung. Auch kein Mensch. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist da oben ein Ausflug. Plus, wir haben die drei. Das heißt, der Kompressor ist jetzt eigentlich soweit durch. Dann heißt es jetzt für mich, wir brauchen jetzt den Forge Hammer.
Brauche ich noch Eisenplatten, zwei Stück, beziehungsweise vier? Ich das gerade richtig gesehen? Ich brauch ernsthaft. Aber ich will keinen Stil. Ja, wieder. Brauche noch zwei Eisenschrauben. Also insgesamt vier. Ja, und das haben wir erst, wenn wir in LV sind, dann sind wir so weit, dass wir das reduzieren. So. Dann heißt es jetzt, wir brauchen zweimal Amboss. Jawohl, er hat's erkannt. Dass wir ihn jetzt nicht erkannt hätten, ne? Das wäre jetzt was gewesen. Kann ich die Coins noch aufräumen? Ja. Und ich auch. Merk schon, ich muss da jetzt dann mal Platz schaffen, dass ich da weitermachen kann. So, dann brauchen wir jetzt für den Forge Hammer 6 Pipes. Die habe ich nicht. Heißt, ich brauche jetzt erstmal davon 8. Fünf, ne? Egal. Das ist doch alles harmlos. Ich weiß noch, wie ich früher wäre ich ausgeflippt, da wäre ich, hätte ich alles Mögliche gemacht. Jetzt, ja. Geht mal halt mal eine Stunde minern. Alles gut. So. Bis dahin. Hammer, Hammer, Hammer nicht. Also. Bronzehall. So, und jetzt haben wir den Steam Forge Hammer. Und der Forge Hammer ist jetzt richtig Fortschritt. Ich habe mal Rent vergessen. So, der ist auch bald durch. Und wir haben ja was gelernt. Immer ein Werkzeug da. Denn jetzt haben wir einen riesen Vorteil. Ja, aber ich muss erst mal Steam Beta gewinnen. Der hat ein bisschen was geschluckt. Du hast noch 5000 Stück drin. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal den da. Oh, sehr schön. Ich krieg 6 Eisen. Reißt's raus. So, da oben haben wir den. Das heißt jetzt, wir sind jetzt auf dem Weg. Dann habe ich meinen Ofen. So. Dann schaffen wir beides in einem vernünftigen Zeitrahmen, hätte ich gesagt. Multiblock Goals, wir müssen dahin. So, das heißt jetzt, ich brauche Serious Dawn brauche ich auf jeden Fall auch noch.
So, Serial Stones sind 360 Millibuckets. 360 Millibuckets. Das heißt, 20 Steine. Gut. So, dann fangen wir mal oben an. Und zwar, wir brauchen als erstes mal den Controller. Nein, wir brauchen 28 Seared Bricks. Und ich vermute, ich gehe jetzt wieder zum Wasser. Ja. Moment, bevor ich zum Wasser renne. Ich brauche den Ofen, habe ich dabei. Ah, okay, ich brauche kein Wasser. Kein Wasser, brauche Wasser. Schaut euch das an. Der kostet mich 5, ne? Der braucht 5. Braucht er 2. Ne, weil ich ja den nehme. Ach nee, den brauche ich 2. Das heißt, da brauche ich 2, 4, 6, 7. Säge mitnehmen. Ich mache das ja nicht. Mache nicht die teuren Sachen, wenn ich schon andere Sachen vorher habe. So, und dann brauche ich, also davon brauche ich 4. Oder, nee, ich brauche jetzt 28. Sehr schön. Wir laufen wieder zum Wasser. Bin gerade hier. Habe ich hier noch irgendwo einen kleinen Tümpel? Ich hätte da vorne noch einen. Da gehe ich lieber zu dem. Da räume ich lieber den da vorne weg. Muss ich ja halt nur aufpassen, nicht, dass ich zu viel verschwende, dass ich einfach mal nicht mehr mein Zeug machen kann. So, wir gehen wieder zu dem kleinen Tümpel dahinter. Schön an einem Ei vorbeigeschlendert. Da kriegt der, du hast doch ein Ei am Wandern, komplett neue Bedeutung. Ist doch auch schön. So, also, das heißt jetzt dann, das war jetzt, glaube ich, war das jetzt so? Nee, oder? Doch, natürlich. Aber ich kann auf jeden Fall das Wasser rausnehmen. Weißes Wasser kann ich sowieso oben brauchen. Okay, also, ich brauche jetzt von diesen schönen Blöcken 28 Stück. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal genau 7 Eimer. Wir schauen noch mal. 28. Warum, dass der schon gesagt hat, er hat schon welche gesehen, obwohl ich sie noch nicht alle hatte? Auch leicht fraglich. So, dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Wo ist jetzt mein Ofen? Nicht dabei, oder was? Der ist woanders rausgefallen. Ich krieg die Tür nicht zu. Aber den Tank kriegen wir noch. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Wasser. Halt. Wenn ich schon da bin. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Sieben.
Danke. Ist der Ofen bestimmt wieder oben drauf gefallen. Bin zwar gehüpft, aber der streckt dir mit die Finger nicht aus. Der lässt die immer am Körper, weiß nicht warum. Der hüpft denn so rum. So, Inventar ist auf jeden Fall voll. Wenn ich den umsetzen soll, den nee, dann warte ich auf jeden Fall, bis der soweit ist. Bin ja nicht irre. So, dann gehen wir mal hinter. Doch schön. So, also das war jetzt dann das und die waren hier. So, das heißt, wir haben den Controller und wir haben das. Wieso laufe ich eigentlich immer da raus? So, jetzt brauchen wir von dem da drei. Eins, zwei, drei. Brauche ich dich und die Frau Säge. Dann haben wir die nächsten zwei. Dann brauchen wir den Drain. Davon brauche ich jetzt zwei. Haben wir auch. Und das nächste, was wir noch brauchen, ist. Ach nee, den Tisch kriege ich nicht. Ich kriege jetzt erstmal das Basseng. So, Schmelze stellen wir natürlich nach draußen. Erstmal irgendwie hier hin. Also wenn es nach mir geht, wäre das die optimale Größe. So, dann kommst du dahin, du kommst dahin. Bei Trains rein, der Controller. Kommst weg, der Tank. So, wir haben noch neune. Habe ich noch einen. Gut, muss erstmal reichen. So, jetzt habe ich sechs Stück. Das heißt, wir brauchen jetzt 20 Steine. Moment. Und zwar. Quest noch mal anschauen. Seared. Ach, das wird nicht gehen. Compressed. Das geht leider nur im Assembler. Ja. So, wir brauchen 20 Stück. Ja. Greg, du bist der Held. Ja, mein Problem ist jetzt, ich brauche natürlich. Jetzt brauche ich natürlich noch aus dem Bereich hier die Handschuhe. Das heißt, ich brauche Woven Cotton, ich brauche sechs Leder. Selbst wenn ich eine Schmelze habe, die wo ich nicht benutzen kann.
Dann schauen wir mal. Wie viele Strings habe ich? Neun. Das wäre es jetzt, wenn es jetzt nicht klappt. So, sechs Stück haben wir davon. Wie viel Leder habe ich? Viel zu wenig. Ich muss meinen Kühen wieder einen Besuch abstatten. Die freuen sich bestimmt, wenn sie mich sehen. Also wenn ich die Kuh wäre, ne? Jedes Mal, wenn dieser komische Onkel kommt, ist hier ein bisschen Platz. Kann auch sein, dass die Kühe das für angenehm empfinden, aber ich glaube nicht, dass die Kühe, die ich treffe, das angenehm empfinden. Aber ich meine, hallo Freunde, bin da. Na, habe ich ihn bekommen? Geschlagen habe ich ihn, weggekriegt habe ich ihn auch, aber ich habe leider das nicht bekommen, was ich gebraucht habe. Mist. Wir schon mal vier. Also wenn ich Fleisch esse, ne? Sechs Stück. Wir zwei müssten noch Liebe machen. Danke. Wir haben acht Leder. So, jetzt ist die Special-Frage. Und ja, ich kriege jetzt auch nicht mehr alles raus. Naja, es kommt immer auf den Tag drauf an. So, das heißt, wir haben die Sepplinge. Ich glaube, ich habe da bestimmt wieder welche fallen lassen. Also, das Holz, das Holz, das Holz. Kommst du da rein? So. Haha. Auch noch sechs Springs. Handschuh Nummer eins weg. Handschuh Nummer zwei. Vielen Dank. Sehr schön, jetzt kriege ich zwei Clay-Eimer. Und es wird dunkel. So, wir sollten auf jeden Fall jetzt mal hingehen und erstmal das Inventar ein bisschen aufräumen. Fleischproduktion hat geklappt. Das da kommt da rein. Das kommt da rein. Ich habe noch Ingots dabei. Die räumen wir auf. So, und jetzt ist die große Special-Frage. Wo macht es am meisten Sinn? Jetzt gehe ich erstmal raus und gucke mal, ob ich eine Leiter da habe. 57 Stück, das ist super. Der ist fleißig beim Arbeiten, aber ich mache aber sicherheitshalber nur die Hälfte.
glaube, ich habe nämlich immer den Stahlofen komplett verwenden können. Und dann muss er sich erstmal wieder auffüllen. So, dann lasse ich dich auf jeden Fall auch noch da. Was ich auf jeden Fall mitnehmen sollte. Den Freund hier. Genau, und jetzt ist der leer und jetzt kann der sich auffüllen. Die freuen sich. Beziehungsweise nein, zuerst freut sich die Schaufel. Nee, wir warten, bis ein ganzes Stack da ist. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier runter. Weil da bin ich schon ziemlich weit unten. Das sind ja die Diamanten. Ich freue mich. Das heißt, ich müsste eigentlich nur noch ein Stückchen weiter runter, oder? Wir sind jetzt auf 17. Gehen wir mal schnell hier hinter. So. Und da hinten ist aber auf jeden Fall, aber sehen, also da hinten ist ein See. Und da wollen wir hin. So, dann hätte ich jetzt gesagt, ich hoffe, es reicht, ne? Ich habe natürlich nichts zum Reparieren. Ja doch, meinen Flint habe ich dabei. Dann müsste es reichen. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich gehe noch einen rein. Und dann gehen wir ganz runter. Denn es gibt einen Stein, da spawnt nichts drauf. Oh, toll. Jetzt ist die Schaufel kaputt. Habe ich hier ganz hervorragend gemacht. Okay, wir sind jetzt hier ganz unten. Und jetzt gehen wir einfach mal hier entlang. Also das heißt, Schaufeln brauche ich sowieso nicht. Da sind wir nämlich etwas schneller mit der Picke. Muss jetzt halt mit der Hand wegschaufeln. Bleibt nichts anderes übrig. So, wir sind jetzt hier. Wir wollen hier hin. Das heißt, wir sind jetzt hier. Wir gucken noch mal. Wir machen mal F9 an. Das wäre jetzt beinahe die falsche Richtung gewesen. So. Hätte ich gesagt, wir machen da weiter.
Ehrlich gesagt, ich gehe genau bis zu der. Nein, wobei. Ja, doch. Kann eigentlich genau bis zur Grenze gehen. Die ist hier. Muss ich ja halt nur aufpassen. Nehme ich mal die andere Picke. Okay. Wir haben es entdeckt. Mist, da geht's nicht. Geht nur da. Okay. Da tropft's nicht. Soll's aber tropfen. Seht ihr schon kommen, dass das einfach nur. Da tropft's. Gehen mal in die Richtung. Perfekt. Dann heißt es jetzt für mich, wir gehen jetzt. Haben wir die Leitern mitgenommen? Hoffen wir mal, dass es hier auch Lava gibt. Gibt es? So. Wenn man sich halt merken könnte, ich glaube. Moment, machen wir hier die Fackel rein. Wir sind jetzt gerade auf Höhe 7. Was? Ich glaub's ja. So. Hey, war ja klar, oder? So, Steak Sandwich? Oh, habe ich schon zu viele gegessen. Ein Apfel kann ich auch noch essen. Also gehst du jetzt dahin. Wir gehen noch mal dahin. Ach. Schön vorbeigebuddelt, oder? Brauchen wir nochmal eine Fackel?
Schaut doch gar nicht so schlecht aus. So, dann gehen wir mal hier hin. Dann machen wir mal unsere Picke. Wieder heile. So, wie schaut es da aus? Okay, ich bin jetzt dann hier. Dann hätte ich gesagt, nehme ich jetzt meinen Tank. Und dann füllen wir einfach mal ein bisschen Lava rein. Kommt der Eimer weg? Dann nehmen wir das mit unseren Handschuhen in die Hand. Das wird aber trotzdem noch ganz schön wehtun. Weil ich habe da nämlich eine Sache nicht bedacht. Ah, aber das machen wir anders. Die stelle ich mal schnell dahin. Komm gleich wieder. So. Es ist schon wieder Nacht. Hat aber auch noch einen Vorteil, weil ich kann es dann, weil das ist ja unter meiner Treppe. Und dann gehe ich jetzt einfach hier hin. Nee, da breche ich mir alles. Leider hinten hin. Eins, zwei. Jetzt muss ich mich halt immer so hinstellen. Eins, zwei. Ja, ich hab zu wenig, ich hab nicht gut gegessen, beziehungsweise er mag halt momentan keine diese lustigen Sandwiches mehr. Also bevor ich verhungere, ne, mag ich auch lustige Sandwiches. Aber wir wissen es ja, warum es drin ist. Hi. Kennt man von Regrowth bei mir zu Häufe? Ne? Wenn du denn dich auf einmal nur noch von Karottensaft ernährst. Na, bin ich schon da? Nö. Gut. Dann kann ich jetzt gleich mal rein und was essen. Ich habe doch einen Schokokuchen bekommen, oder? Kann ich den komplett im Ganzen essen oder muss ich mir den hinstellen? Den muss ich mir hinstellen. Eins, zwei, drei, vier. Danke. Hat gut geschmeckt. Wie gesagt, dann essen wir noch schnell vier Kartoffeln, das sind wir wieder vollgefuttert. Und wir waren jetzt sehr lang genug weg, der Dampf ist wieder da. Und gib ihm. Bis ich wieder da bin. Ist er fertig? So ist zwar bisschen dunkel. Aber ich will ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Sondern es soll ja einfach nur dafür da sein, dass ich mir Lava holen kann. Ohne mir die Flossen zu verbrennen.
sagte er und verbrannte sich die Flossen. Okay. Also. Das heißt, die Schmelze schmeißen wir jetzt auch gleich an. Dann werde ich mal versuchen, mal was versuchen. Das wird auf jeden Fall interessant. Klack. So, wir haben es angeschmissen. So, wir brauchen 20 Stück, haben wir gesagt. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen warten. Und das heißt für mich, ich mache mal hier einen kleinen Cut, werde das mal für euch verschnellern und dann werden wir am Schluss von der Folge noch die Schmelze fertig bauen. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder zurück. Wir haben auch unseren Cyril Stone bekommen. Also haben wir richtig gezählt. Ich habe gerade gesehen, ich habe den einstecken. Jetzt habe ich nur gerade was anderes gesehen. Hahaha. Ich habe die Schmelze zu groß gemacht. Ich brauche 4 Stück. Ist die Frage, ist es egal? Es ist egal, das ist schon mal sehr gut. So, dann brauche ich jetzt als nächstes dich und dich da oben. Dich und dich da und dich in der Mitte, ne? Genau, und dann habe ich jetzt meinen Tisch. Ja, und das haben wir auch komplett abgeschlossen. So, jetzt kriege ich Aluminiumbären. Das ist sehr gut. Wie gesagt, die werden auch irgendwann unten beim. Ja, wobei, nein, ich brauche gar nicht mehr darunter. Kennt jemand von euch eine Lampe, die eigentlich. In der man was sieht, aber trotzdem eigentlich gilt als wäre es dunkel. Ist das sowas? Weiß da jemand was? Ja, nein, weiß nicht. So, Kohle haben wir ja schon mal das letzte Mal gesehen. Und ja,
Ich kann, was ich nicht kann, ey, ich kann jetzt nicht davor stehen und einfach warten und dann klicken, sondern ich habe da mal noch den Junkie mit rausgeklopft. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei halbe Chunks draußen. So, dann haben wir noch Lootbag Steam. Was habe ich bekommen? Einen Soft Mallet. Polyethylen. Der ist richtig gut. Und was habe ich noch bekommen? Screwdriver. Eisen. Okay. Und jetzt habe ich noch Sepp. Hahaha. Gen-Gen? Akazien habe ich. Spruce habe ich. Oak habe ich. Den habe ich noch nicht. Jungle habe ich. Die zwei habe ich nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in der letzten oder in der vorletzten Folge war. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich brauche noch Dark Oak und ich brauche noch Birchwood. Hammer. Du kommst dahin, du kommst dahin. Es ist die Magie raus. So, wir haben alles. Birchwood kann wachsen. Das wird jetzt dann halt immer peu à peu, wenn es halt, ich mal ein Sapling bekommen, würde dann auch das auf dem Feld wachsen. Ich bin halt momentan noch beim Überlegen, ob das hier irgendwann so eine Art Feld wird, wo ich dann auch die Crops mal züchte. Oder ob die wo ganz anders hinkommen. Ich habe noch keinen, ich habe noch keinen blassen. So, okay, die Schmelze haben wir. Was haben wir hier noch? Schönes Ding. The aluminium operators can be plant on crop sticks and get small quantities of aluminium from molds if you can find aluminium gravel. Now the book says a 3x3 base, but you can make a smeltery with a smaller base. Ja, genau. Also habt ihr gesehen? Ist schon kleiner. Ich könnte das, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar oben anpflanzen. Ich weiß noch nicht, ob es so funktioniert. So, ich habe ja schon Alu durchgejagt. Ich brauche ja drei Alu und ein Kupfer. So. Aber das macht absolut keinen Sinn, das so zu machen. Muss ich noch mal gucken. War doch so, oder? Aluminium Brass. Also das müsste ich schmelzen können, genau. Sind es 28. Mehr habe ich nicht. Müsst ihr nur hoffen, dass ich da hinten welche habe. Neunundzwanzig, 30, 31. Mach mal. So, das muss ich auf jeden Fall waschen. Das geht nämlich nur so. Da brauche ich mal einen Eimer. Halt, nein, brauche ich nicht. Ich habe noch einen.
So, dann schmeißen wir mal da rein. Das heißt, ich habe auf jeden Fall jetzt dann auch wieder genügend Kupfer, um wieder Bronze herzustellen. Ich brauche auf jeden Fall jetzt mal zwei Ingots. Ist nur, ja, ich habe da noch einen übrig. Ist mir egal. Ich könnte jetzt auch so sagen, ja, scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach Eisen. Was glaube ich sogar sinnvoller wäre. Weil die da. Na, jetzt braucht man ja Wasser. Mit dem Kompressor braucht man es nicht mehr. Dass man mal sieht, dass es Sinn und Zweck ist, sich Maschinen anzuschaffen. So, Aluminium Brass. Das heißt, wir brauchen jetzt davon drei und ich kriege nur drei rein. Kann ich eigentlich Cyrit Bricks noch anders herstellen? Im Kompressor? Ja, okay. Also ich muss die zwar noch ganz normal so machen. Mixer, ja, der Mix ist noch ein ganzes Stück entfernt. Und ich nehme wirklich Eisen. Ja. Weil ich es kann. Bräuchte jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, ich bräuchte nochmal 3 davon. So, und ich lasse immer die komplett laufen, weil ich glaube zu wissen, dass er dann weniger verbraucht. So, jetzt muss ich nur schnell mal gucken. Ach so, ja, genau. Fine Aluminium Gravel Ore. On all servers are unlucky world seeds. The alternative are blending the aluminium ore berries from the smelter request. Searching for aluminium bars in chests. A receipt with XP buckets on a crafting table. LV, you can get aluminium from processing various ores oder smelting sapphire and electric blast furnace. At MV, you can electrolyze clay dust or red granite dust. Check in the eye for more options. Claim. Danke. So, und jetzt will er eigentlich, dass ich einen Pickaxe-Kopf und einen Schaufelkopf mache. Da hätte ich doch mal gesagt, ist in Ordnung, bin ich auch dafür. Ich habe schon wieder alles aufgeräumt. So, und ich bin momentan nicht minen. Weil das geben wir nämlich auf dem Strich, dass der dann immer wieder die Sachen da reinschmeißt. Ich wollte jetzt Schaufelkopf und Pickaxe-Kopf machen. Und Axtkopf machen wir auch gleich mit. Gut, also. Das da. Und na, brauche ich ein Binding? Lass ich ja schon mal weg. So, wir haben das auf jeden Fall schon mal drin.
Die zwei machen wir auch noch. Dann haben wir das auf jeden Fall auch noch. So, das heißt, wir machen erstmal den Ingot. An die Axt. Schaufel. Und zuletzt die Picke. So, ich habe jetzt leider keinen Bronze einstecken, aber das hole ich mir. Das ist eigentlich das Ziel. Moment, da kommen wir nicht hinterher. Muss ich nur schnell mal gucken. Ha! Auch noch. Mach gleich zwei. Nein, ich mach gleich drei. Sage die ganze Zeit, mach mal dann voll. Und mach es doch nicht. So, und aus dem Bereich raus haben wir jetzt wieder Kupfer. Nur den Bronze-Schaufelkopf werde ich noch nicht verwenden. Einzigste, wo ich es vielleicht machen könnte, ist auf dem Mattock, wenn er mir das, wenn er zu mir immer noch sagt, das Hauptding ist dann Flint. Sonst nicht. So, dann heißt es jetzt, wir machen die Picke mal ganz. Und dann warten wir, bis er beides rausspuckt. So, und dann sind wir eigentlich schon mal auf einem sehr guten Weg. Und wie gesagt, wenn ich jetzt dann werde ich noch mal ein bisschen minern gehen. Muss man halt noch mal Bronze machen. Dass mir da fein säuberlich hinkommen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall auch ein Rapier, kann ich mir machen. Ein Schwert. Fallen from the sky, making better tools. Okay. Den schauen wir uns mal schnell an. Ah, okay. Ich muss mir erstmal. Alter, bin ich gerade zusammengezuckt. Ich habe gerade gedacht, da ist jetzt gerade irgendwas neben mir rumgehüpft. So, und was mir jetzt gerade so einfällt, ich schmeiße da drei Eisen auch mal rein. Gut, dann kommst du jetzt nämlich da drauf. So, und jetzt bin ich nämlich bei. Wie viel habe ich jetzt gerade? Ich bin jetzt bei 74% und habe eine Tool XP von 2867. Das ist minimal. Bin aber von einer effektiven Durability von 250 auf 380. Das ist schon mal besser. Aber das Wichtigste ist für mich dieses unten, das Mining Level. Ich muss das Mining Level nämlich nach oben kriegen. Soweit ich das nämlich im Kopf habe, so, wir claimen uns das da und den Maserator haben wir auch bekommen, den claimen wir uns auch gleich. So, dann schmeißen wir das mal da rein, dich mit. Oakwood weg. Spruce weg. Und Jungle weg. Dann haben wir hier einen kompletten Dust. Das kommt auch mal damit rein. Stone Dust ist draußen.
So, ich habe doch in dieser Kiste hier meine Pattern. Die stellen wir jetzt mal schnell neben die anderen Pattern-Chest. Das ist mal eine sinnvolle Frage. Okay. Kann ich. Also Schwert habe ich, glaube ich, noch nicht. Tool Rod habe ich. Knife habe ich auch. Also du bleibst da. Du bleibst da. Du bleibst da. Dich zwei habe ich noch nicht. Das heißt, die zwei kommen dahin. Schwert kommt drüber. Die Pfanne habe ich. Das Schild habe ich auch nicht. Muss erst mal dahin. Schwert, Schild, Schild. White Guard. Schaufel, noch ein White Guard. Full Guard. Haben wir schon. Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer nicht. Hammer. Okay, dann legen wir uns nochmal hin. Okay. Dann haben wir das nämlich auch. Und es hat einen Sinn und Zweck, warum dass ich das jetzt so mache. Denn nichts gegen dich als Flint. Aber du kommst jetzt auch aufs nächste Level. Du kommst jetzt auch auf Eisen. Also das heißt, ich brauche jetzt Eisen und Bronze. Das heißt, ich kann das meiste schon mal abbauen. Und habe zwei Picken dabei, die wo einigermaßen funktionieren. Okay. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall entweder eine sehr lange Folge oder für euch sozusagen eine Doppelfolge. Wenn ich es als Doppelfolge gemacht habe, ist er an einem Tag rausgekommen. Kann nur sein, dass da halt ein bisschen Zeitunterschied drin ist. Okay, aber wir haben viel geschafft. Die Schmelze steht. Das ganze Zeug kommt jetzt dann alles echt da rein. Moment. Eine Sache. Aua. Eine Sache machen wir noch. Ja, das war. Weil ich jetzt schon wieder zu viel will. So, du kommst hier hin. Nee, weil das macht meiner Meinung nach viel mehr Sinn, das so zu machen. Au. So, das heißt, ich schmeiß dich mal raus und hier alles komplett rein. Selbe nochmal. Und dasselbe nochmal. Dankeschön. So, dann haben wir noch den Axtkopf. Gut, dann habe ich das Ingot. Das da, das da. Und das da. Und wir gehen auch mit der Axt nochmal hin. Machen die Axt auch auf Eisen. Das ist nur ein bisschen, aber ich habe da, wie gesagt, ich möchte nicht drei Materialien mit mir rumschleppen. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt dich so mache, was ist immer noch dein Reparaturmaterial? Immer noch weiterhin Flint. Aber wir hier eine Durability von 169 und da eine Durability von 298. Wir haben den Mattock auch noch abgedatet. Jetzt brauche ich zwar für die noch oh, ein paar Chilis essen. Habe ich mir verdient. Also, Schmelze ist fertig. Wir haben auch die ersten Ingots, wir haben die ersten Picken.
Beide Picken sind jetzt Next Level. Wir haben hier draußen gut vorgearbeitet. Nein, immer gleich einen ganzen Stack mitnehmen. Das heißt, da wird auf jeden Fall auch noch weiter fabriziert. Die Schaufel braucht auf jeden Fall noch mal ein Upgrade. Ja. Dann hätte ich gesagt, was, das ist definitiv. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.